Vielen lieben Dank. Also ich finde, das war ein sehr, sehr interessanter, sehr spannender Auftakt inhaltlich für die heutige Veranstaltung. Es wurden bereits viele Fragen aufgeworfen, die wir auch ganz explizit in den drei Podiumsdiskussionen, die es heute geben wird, diskutieren werden. Dazu natürlich, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gesehen, alle Informationen zum Programm, zu den Podiumsdiskussionen hier in diesem Programmheft. Wenn es sonst noch Fragen sind, irgendwie, es gibt ein Problem oder so, Sie können sich einfach an dem Infostand draußen melden. Ansonsten findet ihr auch überall die freundlichen Helfer mit dem weißen T-Shirt. Einfach ansprechen und dann wird geholfen. So, aber jetzt möchte ich gerne überleiten zu einem ganz wunderbaren Vortrag. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Er ist Schirmherr der Marketing Horizonte 2015. Interessanterweise hat er ebenfalls seine Karriere als BWL-Student an der Universität Münster begonnen, ist aber natürlich bekannt als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Nestle Deutschland AG. Begrüßen Sie mit mir Gerhard Bersenbrücke. Kommen Sie bitte zu mir auf die Bühne, ich freue mich sehr. Ja. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute die Veranstaltung auch mit einer Keynote eröffnen werden. Ja, ich will auch gar nicht zu lange quatschen. Die Bühne gehört Ihnen. Bitte schön. Okay, danke schön erstmal, Frau Mault, für die freundlichen Worte. Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich war vor ungefähr, glaube ich, so einem Jahr auch hier. Da hatten wir eine Veranstaltung anlässlich des 200. Geburtstags von Heinrich Nestle, der im Übrigen ein Frankfurter war, was die wenigsten wussten. Jeder glaubte so, Henri Nestle kommt irgendwo wahrscheinlich aus der Schweiz, aber dem ist nicht so. Er ist also hier in Frankfurt geboren und eben ein Frankfurter Bub. Und das haben wir eben zum Anlass genommen, auch sich seiner dann zu erinnern und hier das zu feiern mit vielen Freunden, Förderer, Partner der Firma. Ja, Sie haben schon gesagt, ich bin Schirmherr, weil ich so vor einem Jahr auch Vorsitzender geworden bin der Wissenschaftlichen Gesellschaft für marktorientierte Unternehmensführung. Und eben daher auch, weil ich mal in Münster studiert habe und es ist so schön für mich auch zu sehen, dass mein ehemaliger Professor, Professor Heribert Meffert hier auch bei uns ist, der auch alles noch weiter verfolgt und schaut sich natürlich auch immer an, wie bewegt sich Marketing, was steht hinter Marketing, was lehren Professoren, was verstehen Unternehmer in diesen Tagen unter Marketing. Und mein Thema, habe das gestellt, Erfordernisse an das Marketing durch die zunehmende Digitalisierung. Ich könnte natürlich auch sagen, durch die weiter zunehmende Digitalisierung. Das ist natürlich sagen, ein ganz schwerwiegender Punkt. Die Digitalisierung ist wahrscheinlich die größte Veränderung, die wir im Marketing vorfinden werden, vor allen Dingen in Unternehmen. Da ändert sich gravierend viel, gerade in den letzten Jahren, sicherlich schon in Amerika etwas mehr. Wir sehen Veränderungen eigentlich auf allen Stufen, in allen Funktionen und Geschäftsbereichen, ganz besonders natürlich auch im Marketing. Auch ganz neue Geschäftsmodelle existieren, die wären nie möglich gewesen, wenn die Digitalisierung nicht vorangeschritten wäre. Und das erleben wir tagtäglich. Sie müssen nur die Zeitung aufschlagen, da sehen Sie, was passiert. Sah gerade wieder, dass 3600 Nerds auf dem Oktoberfest gefeiert haben. Alle sind zusammengekommen und jeder hatte wieder eine neue Geschäftsidee und ein neues Geschäftsmodell. Aber was auch hinzukommt, ist die Arbeitsweise, die verändert sich. Also und ich gehe nachher darauf ein, weil man kann, das ist auch durchaus eine Falle, da muss man ein bisschen aufpassen. Durch meine Präsentation möchte ich gehen, welche sind erstmal die Anforderungen an das Marketing. Ich muss jetzt ein bisschen schnell sein, da wir ein bisschen schon außerhalb der Zeit sind. Warum hat Marketing auch an Bedeutung verloren? Das glaube ich wenigstens, oder im Vergleich zu anderen. Was sind denn die Kernkompetenzen?
des erfolgreichen Marketings kommen dann zur digitalen Transformation als Chance, auch mit Beispielen unter anderem Nespresso. Deswegen Nespresso war ich auch 6 Jahre CEO für Nespresso in Lausanne war, insofern eigentlich noch ein bisschen mitbekommen habe, nicht nur auch gestalten durfte, machen durfte, wie aus diesem damals auch etwas kleineren Geschäft ein sehr großes geworden ist. Aber starten möchte ich wirklich mit dieser elementaren Quo Vadis Fragestellung, nämlich welchen Einfluss hat Marketing in Zukunft auf die Unternehmensführung? Und als ich nach meinem Studium angefangen habe in Bremen bei Jakobs Kaffee, war für uns eigentlich alle klar, wir im Marketing, wir sind der Motor des Unternehmens. Wir werden dafür sorgen, dass wir innovativ sind, dass wir antreiben. Wir werden quasi zum Bestandteil der Unternehmensführung. Wir haben also Marketing als klar als Philosophie verstanden, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen, sie frühzeitig zu erkennen, schneller als andere und auch unsere Vorteile für das Produkt entsprechend anzupreisen, weniger als nur die Funktion. Und das besprechen wir natürlich und es kam ja auch durch die Untersuchung. Aber wenn man diese Diskussion so hat, ist auch ebenso die Frage zu stellen zum Vertrauen von Menschen zu einem Unternehmen. Und dort hat sich natürlich einiges verändert. Ich will das hier mal aufzeigen anhand des nächsten Charts. Und hier sehen Sie unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Bereiche. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich gerade in den letzten 20 Jahren ein enormes Shift gegeben hat, was Vertrauen angeht. Vertrauen in Kirche, Vertrauen in Behörden, Vertrauen Regierung, Politiker. Auch das ist ein großes Thema, aber durchaus Vertrauen in Vorgesetzte und anderen. Das hat sich deutlich verschoben. Und Sie sehen hier, das Handwerk hat noch sehr hohe Werte. Frage an Sie, Sie sehen die Autobranche. Was glauben Sie, wo würde heute das Vertrauen stehen? Also wenn wir jetzt noch Werte haben, damit 70, 71, was glauben Sie, wenn wir heute eine Befragung hätten, wo würde man ungefähr stehen? Irgendeine Idee? 60, 50? Ja, also es wird sicherlich deutlich zurückgehen. Ich glaube, es ist ein Riesenruck ist durch die Landschaft gegangen, dass Verbraucher wirklich schockiert sind, weil das Auto war das liebste Kind der Deutschen. Und dass denen jetzt so etwas vorgemogelt worden ist, das war zu viel. Beim ADAC hat das auch schon etwas Riesiges gebracht. Man hat das auch nicht so richtig nachvollziehen können, denn der ADAC durfte vor 3, 4 Jahren noch sagen, was er wollte. Jeder hat ihm geglaubt. Das ist nicht mehr so. Also wir sehen hier eigentlich Veränderungen. Und ich habe hier nochmal das Thema Lebensmittelhersteller aufgezeigt, weil ich natürlich viele, viele Jahre gerade in der Lebensmittelbranche tätig war. Zu meiner Person, also ich bin angefangen bei Jakobs in Bremen, erst Kaffee gemacht, dann hat Herr Jakobs die Firma Suchard übernommen, dann durfte ich Milka und Toblerone machen im Marketing. Etwas später, als man vom Süden Deutschlands wieder nach Norddeutschland zog, da hatten wir keine Vertriebsleute und dann durfte ich das Key Account machen von heute auf morgen, Key Account Manager. Hatte ich eigentlich nicht studiert und war ein bisschen, sag ich mal, unsicher. Aber es war natürlich eine unheimlich gute Entscheidung. Man hatte mir damals gesagt, also wenn du nicht den Vertrieb beherrschst, wirst du nie General Manager. Und ich muss sagen, das war natürlich eine tolle Lehre. Neben der Tatsache, dass ich später als Vertriebsgeschäftsführer 400 Leute managen musste und diese auch gut einzusetzen wusste. Und dann bin ich später zu Nestle gegangen. Also ich war dann General Manager für Kaffee wieder, aber dann nach England, war dort 4 Jahre in England und dann 6 Jahre in Lausanne für Nespresso und dann 8 Jahre Market Head für Neste Deutschland. Und gerade Lebensmittelhersteller, das Thema kenne ich,
natürlich zu Genüge, weil man sich wirklich dafür einsetzen muss, gerade die Herzen und die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und wenn im Lebensmittelbranche ein Skandal da ist, Pferdefleisch, dann zieht das richtig runter für alle, die dort sind. Und jeder bemüht sich, die Hausaufgaben zu machen, aber es gibt natürlich nach wie vor auch einige schwarze Schafe. Das darf aber nicht Bestand haben, denn die Lebensmittelbranche insgesamt ist die viertgrößte, die wir haben in Deutschland. Und da sind 4 Millionen beschäftigt und es ist eigentlich nicht gerade richtig, dass viele dieser Leute eigentlich so ein schlechtes Image bekommen. Denn wenn es nur 45 sind, die Vertrauen haben, muss man sagen, das ist nicht gut. Frage, woran liegt es? Sie sind natürlich mannigfaltig. Ich will mal ein bisschen reingehen in ein weiteres Chart hier. Und ich glaube, Sie alle kennen sicherlich hier ein Big Mac. Wenn du Hunger hast, sehen Sie hier, es gibt auch den Crispy Chicken und ebenfalls einen weiteren Big Mac. Jetzt, ich glaube, Sie alle kennen das Produkt. Jetzt die Frage, ist Ihnen bewusst, dass er in echt nicht oder nicht ganz so aussieht? Nicht? Also so sieht er nicht aus, so sieht er auch nicht aus, so auch nicht. De facto ist ja anders. Und das merkt natürlich der Verbraucher und sagt dann, ja, Marketing ist so ein bisschen Werbung obendrauf, das stimmt nicht ganz. Also die haben sich da schon noch was ausgedacht, eben Werbung, und zwar im schlechten Sinne. Es ist Worte ohne was dahinter, worunter wir natürlich wirklich leiden. Und dementsprechend glauben auch weniger Menschen eben an Werbung, sehen sich auch weniger gerne Werbung an und in dem Moment, wo Werbung kommt, gehen sie auf den nächsten Kanal. Das ist natürlich schade, aber es ist ein Fakt und in der Lebensmittelbranche leben wir sehr stark mit diesen Fakten, ob das nun kann auch eine Suppe sein, Gemüsesuppe, wo nur der Anteil der Gemüse sehr, sehr gering ist. Diese Dinge werden natürlich beanstandet. So, wenn man also dieses Vertrauen nicht so hat zum Unternehmen, zur Werbung, wen vertraut man? Und ich glaube, Sie alle wissen das, weil Sie es natürlich eben so auch tun und so erleben. Sie vertrauen eben doch anderen. An erster Stelle natürlich Ihren Freunden. Freunde ist ganz, ganz oben. Also was ein Freund oder eine Freundin sagt, zählt fast mehr als Eltern. Muss man sagen, das nimmt ab. Also der hat mir das gesagt, das sollte ich machen. Die App unbedingt nehmen, die bringt ja etwas. An zweiter Stelle haben wir natürlich, und das größer mit Bekannten, das ist der Austausch in den sozialen Medien. Sie alle werden da drin sein, vermute ich mal. Um sich dort weiter zu informieren, gegenseitig einen Tipp zu geben. Dann kommen schon die Blogger, ne, die es vor 20 Jahren eigentlich noch nicht so gegeben hat, die wirklich dort ihr Handwerk haben. Das ist deren Beruf. Sie informieren andere. Der Blogger geht voran. Und dann haben sie natürlich ebenfalls Produkttests von unabhängigen Instituten. Und einige sind eben sehr glaubwürdig, Stiftung Warentest, an anderer Stelle Ökotest nicht ganz so, weil man auch deren Methoden vielleicht manchmal in Frage stellen kann. Aber dennoch stehen sie oben an, wie auch Marktforschungstest. Der Effekt des Senders, kann man klar sagen, hat insgesamt abgenommen. Der Empfänger ist heute eben ein anderer. Und es gibt eben neue Meinungsbildner und die, schnell gesagt, Menschen bilden Communities und das sehen Sie überall. Also zum Thema, es gibt Foodies, die sich zusammenbringen, die Rezepte austauschen, die miteinander sprechen, wie gut mein Asian Food ist oder Thai Food. Da ist man ganz eng beieinander. Aber eben auch, wie kocht man? Wie ist die beste Form des Kochens? Was angenehm ist, denn im Großen und Ganzen wird weniger gekocht in Deutschland. Gerade am Abend haben die Menschen weniger Zeit, wie ohnehin wir in Deutschland sehr stressgeplagt sind, dadurch, dass natürlich auch eben die Frau viel stärker im Arbeitsleben drin ist, wird gerade am Abend weniger gekocht, gerade mal dann am Wochenende. Aber es finden sich natürlich unheimlich viele in diesen Communities.
neben der Tatsache, dass wir natürlich eine immense Anzahl von Kochsendungen haben und Sie alle kennen natürlich Ihren präferierten Koch überall, aber es heißt nicht, dass die Menschen wirklich kochen. Und Sie haben natürlich sehr viel mehr Sharing-Communities. Instagram ist nur ein Beispiel, wo Menschen sich austauschen wollen miteinander, um wirklich viele Tipps zu geben. Also ich war erstaunt, muss ich sagen, denn meine Tochter hat, die ist in diesem Jahr geheiratet, welches Meer an Bildern sie hatte, wie idealerweise Bräute aussehen sollten, wie die Tische gedeckt seien. Also da habe ich immer tolle Ratschläge dort gesehen und vieles davon hat sie übernommen. Also es war schon enorm. Was passiert denn mit der Werbung? Ja, natürlich muss sich auch Werbung, und ich spreche jetzt fast von der klassischen Werbung, sie muss sich auch ändern. Während wir also doch früher, ich habe mal hier das Bild des Marketing, des Marlboro Cowboys genommen, der alleine auf seinem Pferd in die Paris geritten ist, das ist kein adäquates Bild mehr. Das ist nicht etwas, was junge Menschen reizen wird, sondern sie sehen eigentlich dort, ist man mit mehreren zusammen. Das gleiche gilt für Jever, der Mann, der sich dort in die Dünen wirft. Auf jeden Fall ein neues Produkt muss, Fun muss sich anders zeigen, als dass ich nun alleine dort bin. Das sehen wir ganz klar. Kennen Sie diesen etwas älteren Herren? Ja gut, viele sollten ihn kennen, natürlich auch ein Management-Papst. Es ist Peter Drucker und vielleicht das Interessante an Peter Drucker hat im Jahr, ich glaube es war 1931, hier an dieser Universität hat er seinen Doktortitel bekommen für International Law. Zwei hat er, ich glaube irgendwie Public and International, soweit ich das irgendwie noch im Kopf habe. Aber er hat auch einen ganz interessanten Satz von sich gegeben, als Zitat, Culture eats strategy for breakfast. Was steht dahinter? Es ist noch so gut, eine Strategie zu haben. Wenn die Kultur es gar nicht zulässt, dann wird man nicht mit dieser Strategie durchkommen. Und Professor Kirchgeoch hat eben ein namhaftes Unternehmen aus Wolfsburg schon angesprochen. Es wird zu fragen sein, was passiert dort hinsichtlich Kultur und welche Kultur hat was nur zugelassen im Unternehmen. Kultur wird häufig nicht so sehr diskutiert, ist aber so relevant. Ich habe es immer gesagt, im Unternehmen die Frage, welche Kultur hinterlasse ich? Was muss ich dafür tun? Ist die Kultur so, dass sie dynamisch ist, dass sie sich selbst weiterentwickelt? Das war mir eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und es kommt eben auf die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen an. Man kann sagen, nur mit Hilfe einer ganzheitlichen und konsistenten Unternehmenskultur kann das gemeinsame Handeln und Denken aller Mitarbeiter in einer wirklich komplexer werdenden Medienlandschaft sichergestellt werden. Und wiederum eigentlich ein zweiter Punkt, gerade auch durch die zunehmende Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen bietet sich somit die Möglichkeit, voneinander zu lernen und zukunftsfähige Unternehmensstruktur entstehen zu lassen. Also das konnte ich sehr wohl feststellen, indem man mit vielen Funktionen ganz anders zusammengearbeitet hat. Ich komme nachher auch noch darauf, was mir deswegen wichtig ist. Und zwar habe ich das in vielleicht Kernkompetenzen für ein erfolgreiches Marketing in der Zukunft mal aufgezeigt. Das sind Prioritäten, die sind sicherlich nicht zu 100% richtig, aber mir scheinen diese sehr wichtig zu sein. An erster Stelle, und das war immer ein Thema, den Konsumenten im Auge, im Visier zu behalten, denn es ist schwieriger worden, wesentlich schwieriger als es früher war, diesen Konsumenten für mein Produkt zu gewinnen, beziehungsweise von meinen Produktvorteilen zu überzeugen, wie ich eingangs schon gesagt habe. Der zweite Punkt, und ich glaube, da müssen sich alle darauf einschalten, das müssen sie wollen, die Leadership in Teamstrukturen erstmal zu erlernen und dann auch zu beweisen. Drittens, sie dürfen nicht die Angst haben vor Technik, vor IT. Sehen Sie es nicht als etwas Außerirdisches an,
sondern investieren Sie auch die Zeit, so wie ich vielleicht damals Zeit genommen habe, um Sales besser zu verstehen, ist es auch wichtig, dass Sie es begreifen. Versuchen Sie es nicht zu beherrschen, denn sonst sind Sie dort in dem Bereich. Also Sie müssen schon etwas davon verstehen, aber beherrschen brauchen Sie nicht. Und last not least, die digitale Transformation, die sollten Sie mit anschieben und auf jeden Fall sehr, sehr eng begleiten. Also wie ich sagte, den Konsumenten im Visier halten. Es reicht nicht mehr, ganz banal gesprochen, manchmal hat man von den 4 Ps gesprochen, Product, Price, Place and Promotion, sprich natürlich auch Kommunikation. Sie müssen der Anwalt des Konsumenten sein. Der Konsument ruft ja nicht an. Der ruft ja nicht an in der Firma und sagt, ich bin hier eigentlich, habt ihr mich überhaupt noch im Augenmerk? Das tut er nicht. Und die Menschen sind beschäftigt mit E-Mails untereinander, jeder hat seinen Job zu machen, aber der Konsument manchmal rückt in die Ferne. Und da ist es so sehr wichtig, den wirklich ins Visier zu nehmen und zu sagen, das will der Konsument und so muss unsere Company darauf ausgerichtet sein. Es ist ganz eindeutig, dass die Bedeutung von Hierarchien und Erfahrungen zurückgehen. Gott sei Dank, in einigen Bereichen wird man sagen, also Erfahrung ist nachteilig, weil man eigentlich Denkmuster hat. Gerade in der Digital Transformation gibt es natürlich ganz neue Beispiele. Man hätte sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass ein 60-Jähriger Facebook oder auch Apple zu der damaligen Zeit entwickelt hätte. Also das spielt eine geringe Rolle, aber es ist so wichtig, dass Sie klar sind, klar machen, was ist relevant für den Konsumenten, was will er und was müssen wir dafür tun und wie informiert er sich. Davon dürfen Sie nie ablassen, das immer wieder ganz oben haben. Aber es gibt auch Fallen. Die sehe ich auch bei uns im Unternehmen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte gestern noch irgendwie ein anderes Chart reinbringen können. Vielleicht wird das auch noch heute gezeigt. Ich sah das in einer Präsentation gestern, die ich mit Uli Feigl gemacht habe, ging es auch um Digitalisierung, aber auch die Frage der Automatisierung. Und eine Woche zuvor in einer Präsentation anlässlich des Markenverbandssitzung in Berlin. Und zwar haben wir in Deutschland allein ungefähr 1400 Vendor, sprich also Anbieter, die Ihnen etwas sagen können zum Thema Social Media, zum Thema wie ist E-Mailing, wie machen Sie es am besten, welche Bilder wollen Sie rüberschicken, klassische Medienagenturen ohnehin, PR-Agenturen, Search, wie operiere ich, um das auf mein Mobil zu machen. Sie haben also eine Vielzahl von Companies. Und man erlebt natürlich mehr und mehr, dass man dieses Spezialistentum braucht. Und dementsprechend sind sehr viele Leute damit beschäftigt, das abzugeben und verlieren teilweise den Überblick. Also ich sehe das sehr deutlich bei uns in der Firma. Gut, idealerweise will man es mit 40 Stunden managen. Leute nehmen natürlich doch viele Dinge mit nach Hause, aber sie sind wirklich in einem Hamsterrad. Permanent passieren neue Dinge, sie lagern was aus, dort hat man wieder was Neues gefunden, jemand spricht sie an, das zu tun. Und vielfach hat man nicht mehr die gesamte Übersicht. Noch viel problematischer, wenn die Person, Marketingfrau oder der Marketingmann, nach 2 oder 3 Jahren einen anderen Job hat. Da ist ja nicht mehr irgendwie etwas wie ein Archiv. Was wollen wir machen? Wo sind die Unterlagen? Wo sind die Bilder? Etc. Vieles geht dort verloren und vieles ist verstreut. Und man muss eben sehr aufpassen, dass man da nicht in diesem Hamsterrad drin steckt und nur mit vielen Agenturen zusammenarbeitet, aber nicht mehr genau weiß, wohin soll es gehen. Also da würde ich sehr stark vorwarnen.
Kommen wir zum zweiten Punkt, und ich glaube, es ist ein ganz essentieller. Das würde ich erwarten von Marketeers, dass sie sich dorthin bringen, eine Leadership wahrnehmen können in Teamstrukturen. Also natürlich können die Funktionen nicht mehr alleine arbeiten mit wie Silos, überhaupt nicht, sonst kriegt man definitiv nicht das Beste aus einer Value Chain. Man kreiert sehr viele Teams und gute Marketeers kommen wirklich als Heroes daraus. Aber sie müssen es beherrschen, mit den unterschiedlichen Funktionen sprechen zu können, sie einzubeziehen, zu lauschen, nicht von vornherein zu sagen, da muss es hingehen, sondern sie alle zusammenzubringen und hier eine Leadership wahrnehmen zu können. Sie müssen auch challengen. Und die Leute wollen auch durchaus gechallenged werden, aber das müssen sie halt sehr gut machen. Und sie müssen Kontrolle ein wenig abgeben. Aber sie werden sehen, das ist immer mein Credo, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit mehreren. Und das habe ich immer wieder erfahren. Wenn man mehrere zusammenbindet, kommt man sehr viel weiter und es ist auch wesentlich strukturierter. Die Frage, die wir haben und die gestellt wird, ist zum Thema der Technik oder ich würde mal sagen, mehr zum Thema Information Technology. Kann ein klassischer Marketingmann mit einem Techniker mithalten? Und ich darf Ihnen sagen, als ich in unserer Zentrale war, hatten wir ein sogenanntes Key Markets Conference, das sind dann so die 12 wichtigsten Märkte der Welt, weil die so ungefähr 80% vereinen, wurde darüber diskutiert. Und jeder hat gesagt, ja, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen da dynamisch sein. Jeder hört, was in Silicon Valley, wo die Trends hingehen. Und in der Tat wurde diskutiert, ist es eigentlich einfacher, ein Techie zu haben, der Marketing lernt, oder kann man einen Marketingmann haben, der mehr von Technologie Ahnung hat? Und die Meinungen waren in der Tat gespalten, kann ich sagen. Die waren wirklich gespalten, wo Leute gesagt haben, es ist einfacher, diesem Techie mehr beizubringen über Marketing im Laufe der Zeit, als umgekehrt. Und deswegen halte ich es für unheimlich wichtig, dass Sie auch von diesem Gebiet etwas verstehen. Sie müssen Hintergründe verstehen, Sie müssen wissen, was dort läuft. Sie dürfen, wie ich sagte eingangs, es nicht beherrschen, aber Sie müssen wissen, wie man Big Data, was man daraus machen kann. Dass die Konsumentendaten müssen Sie nutzen. Sehr erstaunlich, dass eben hier Rollin Ford, CIO Walmart, sagt, every day I wake up and ask, how can I flow data better? Manage Data better, analyze Data better. Also Sie sehen natürlich, ist hier auch ein Konkurrenzkampf. Aber ich bin der Ansicht, dass Sie dort ein wenig davon verstehen sollten. Letzter Punkt, Digital. Keine Frage, das ist eine Bewegung, die wir haben und die verändert, ich will nicht sagen wirklich alles, aber vieles gravierender Art. Companies müssen hier mitgehen. Speed ist the essence und sie erleben das. Jeder hat Angst, dass der Wettbewerber vielleicht vorher da ist, dass er besser ist in Social Media. Also macht man Ähnliches, möchte vorne sein. Wir haben zum Beispiel schon vor 3 Jahren die These rausgegeben oder sagen wir mal Budgetallokation rausgegeben, dass wir gesagt haben, also 80% geben wir noch für klassische Werbung, aber 20 müssen es in jedem Fall sein für Social Media, also für die neuen Medien. Das ist durchaus auf 30 gegangen und in einigen Bereichen ist es auf 50 gegangen. Kleinere Marken haben zum Beispiel viel mehr Chancen, gerade durch die Digitalisierung. Sie haben eigentlich gar nicht dieses Budget, um durchzudringen beim Konsumenten und da kann man natürlich mehr investieren. Aber wie gesagt, auch dort ist es sehr wichtig, wohl zu überlegen, wo will ich es investieren, denn Sie haben, wie ich schon sagte, 1.300, 1.400 Firmen, die alle gerne nach dem Geld fragen und dort auch investieren. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung, aber ich würde sagen eine Riesenchance. Eine Riesenchance, weil wir dadurch dem Konsumenten näher kommen. Wir früher schon gesagt haben, dass Marketing by One,
also im Direktmarketing, Sie können genau das aussprechen, was der Konsument haben möchte. Also auf seine Bedürfnisse sind Sie viel schärfer zugeschnitten. Und das erfährt man dann auch. Als Konsument spürt man das, der hat Interesse daran, es zu machen. Der möchte dabei sein. Es gibt ja Thesen, ich habe mal rausgesucht, starke digitale Trends sind vor mehr als 20 Jahren im Silicon Valley entstanden und rollen seither wie Schockwellen kreativer Zerstörung von Branche zu Branche. Diese Schockwellen haben zahlreiche Industrien fundamental verändert, etablierte Unternehmen gestürzt, wie zum Beispiel Kodak, selbst Nokia oder, wenn Sie sehen, Buchläden, und Herausforderungen den Weg an die Branchenspitze gebahnt. Diese Entwicklungen haben wir bisher in jenen Branchen beobachtet, deren Produkte leicht zu digitalisieren sind. Nun erreichen die Eruptionen auch die Kernbranchen der deutschen Wirtschaft. Die Digitalisierung treibt fundamentale Branchenveränderungen und ermöglicht Geschäftsmodelle Innovation. Also absolut richtig, und mit dem befassen wir uns alle Unternehmenslenker, aber es geht natürlich sehr stark ins Marketing. Wie kann ich besser beim Konsumenten sein? Wie kann ich mich da besser platzieren? Was ist die große Message? Oder aber in welche Community kann ich mich hineinbegeben? Und zum Beispiel hat Nike dort hervorragende Arbeit geleistet. Die sind auf dem Sektor wirklich sehr weit, indem sie natürlich nicht nur die Produktvorteile ihrer Produkte zeigen, sondern eigentlich da auch noch Menschen verbinden. Als Beispiel habe ich dieses Nike and Fuel App, also wo sie dieses Fuel App Band haben und mit vielen zusammen hier Sportaktivitäten eigentlich ausüben, die auch berichten, darüber sagen, wie weit sie gekommen sind, dass sie jetzt viel mehr gelaufen sind, sich anders ertüchtigen können. Und das Ganze wird kommuniziert und es wird, diese Community heilt sich an. Das Ergebnis ist, dass alle, die dort in der Community sind, ein unheimlich positiv gestimmt sind, sehr viel Sympathie haben für Apple. Entschuldigung, für Nike. Für Apple vielleicht auch, aber für Nike natürlich an erster Stelle. Sich neue Produkte ansehen. Sie werden auch in dieser Community ausgetauscht, diese Meinung. Das heißt, man verlässt sie gar nicht und würde vielleicht nicht zu Reebok oder Adidas kommen. Und die Community ist enorm groß und das beherrschen sie. Und dementsprechend spricht man ja auch davon, dass es vielleicht eine Zweiklassengesellschaft geben macht, der eine beherrscht es, der andere nicht. Ein weiteres Beispiel, das kann ich natürlich bestens sagen, das ist Nespresso. Als ich zu Nespresso gekommen bin, im Jahr 2001, ging es mir erstmal darum, eine Vision klar zu machen. Und die haben wir formuliert und haben gesagt, to become the icon for perfect coffee worldwide. Und wir waren damals noch recht klein, das war sehr, sehr mutig, das zu sagen. Aber da stand, wir wollten ikonisch werden, der beste Kaffee und das Ganze auch weltweit. Und wie? By delivering the ultimate coffee experience. Und es geht, Nespresso ist nicht ein Produkt, das ist eine Experience Brand. Sie erleben sie mit ihren Sinnen und sollen sie auch erleben. Das heißt, alle Sinne sind beteiligt. Schon durch das Sehen, Sie sehen die Kapseln, die haben bestimmte Farben, Sie fühlen sie, die Haptik ist eine ganz andere auch, die Maschinen sehen anders aus und auch die Boutiquen. Sie hören es, es ist ein anderes, Sie hören ein Plop, wenn der Tropfen reinkommt, wenn die Kapsel geöffnet wird, und sehen sofort eine Crema, Sie schmecken es, also ohne dass es jetzt eine Werbeveranstaltung sein sollte, aber der Einkäufer bei Nespresso war nicht gebrieft, den Kaffee günstig zu holen, sondern er sollte den besten kaufen. Nach dem Preis wurde nicht gefragt, er musste den besten kaufen. Und ich glaube, das ist gut, und Sie haben das natürlich riechen können. Und das Besondere ist ein neues Geschäftsmodell, eine Trilogie, wie wir gesagt haben, auf der einen Seite zwischen dem Produkt, der Kapsel, dann haben Sie die Maschine und permanent neue Maschinen. Das ist sehr wichtig. Im Übrigen
sollte man an der Stelle sagen, die ganzen Patente und die ganze Maschinenentwicklung werden von Nespresso gemacht. Also viele Leute glauben, das wird von De'Longhi oder von Krupps gemacht. Nein, die vertreiben sie dann nur zu Saturn, Hansa, sondern die werden an anderer Stelle gestellt. Und dann haben sie den sogenannten Club, der dafür sorgt, dass sie den besten Service haben. Das ist vielleicht eine separate Thematik, aber ich glaube, Nespresso hat es wirklich dadurch geschaffen, durch auch die Digitalisierung hier weiter voranzukommen, die Konsumenten viel besser anzusprechen, weil man die Big Data hat. Man weiß, liebt der starken Kaffee, liebt der entkoffinierten Kaffee, liebt der neue Maschinen, liebt der Gimmicks. Das kann man alles rausholen. Und die Leute sind nicht unglücklich darüber, wenn sie darauf angesprochen werden. Ich hätte jetzt anzubieten einen kleinen Commercial, damit das hier noch ein bisschen Marketing hat, ja auch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun. Und da würde ich jetzt mal diesen Film, wenn das geht, will ich ihn mal hier starten. I hope so. Was ist hier denn? Ah ja. Jean. Nice shoes. Was würden Sie für einen Nespresso tun? What else? What else? What else? What else? What else? Naja, Sie sehen also, das kann man natürlich mittlerweile anders machen, dann auch schalten über YouTube, wo die Leute sich das gerne ansehen, denn sonst wäre natürlich sehr, sehr teuer. Gute andere Beispiele kann ich Ihnen raten, empfehlen, den von Heineken, die da auch einfach tolle Commercials wirklich gebracht haben. Gerade für Sie gibt es doch einen tollen Commercial, das ist eigentlich mehr Employer Branding, wo sich Leute bewerben für einen Job. Also sehr, sehr interessant. Komme ich zum Schluss. Wir haben hier eigentlich ein Zitat von Jean Anouilh. Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Ich glaube, Sie, meine Damen und Herren, haben es auch in Ihrer Hand, das zu machen, was notwendig ist. Unternehmensführung hat auch damit zu tun, Drive zu haben, Anspruch selbst an sich zu stellen, hier Geschicke zu leiten, Einfluss zu nehmen. Sie alle haben eine tolle Ausbildung, nutzen Sie die Ausbildung und ich glaube, dann haben Sie alle miteinander auch eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Herr Wersenbrücke, vielen Dank. Vielen Dank für den spannenden Impuls. Ich finde auch gerade dieses Zitat ist auch ganz wichtig für den heutigen Tag, denn auch für Sie ist der Tag genau das, was Sie daraus machen. Alle Fragen, die Sie jetzt noch haben an Herrn Wersenbrücke, heben Sie sich auf, denn wir sehen Sie nachher in der ersten Podiumsdiskussion wieder und dann werden auch die Punkte, die Sie angesprochen haben, nochmal diskutiert. Vielen Dank. Okay, danke.